Vater und Sohn intensiv. Der Vater und der Sohn sitzen in einem Boot. Der Vater trinkt eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Plötzlich taucht eine Meerjungfrau auf. Der Vater und der Sohn machen große Augen. Die Meerjungfrau trägt eine Seerose im Haar. Der Sohn schenkt der Meerjungfrau eine Tasse Tee ein. Er gießt den Tee mit einer Kanne in die Tasse. Die Meerjungfrau hält die Tasse in der Hand und lässt sich vom Sohn den Tee einschenken. Der Vater lädt die Meerjungfrau zu sich ins Boot ein. Dem Vater scheint die Meerjungfrau sympathisch zu sein. Der Vater würde sich sehr über ihre Gesellschaft freuen. Aber zu ihrem großen Verdruss kann die Meerjungfrau nicht ins Boot kommen. Die Meerjungfrau hat keine Beine. Die Meerjungfrau hat nur einen Fischschwanz. Die Meerjungfrau ist ans Wasser gebunden. Nur im Wasser ist sie in ihrem Element. Es ist ihr nicht bestimmt, an Land die Gesellschaft der Menschen zu teilen. Das ist sehr ärgerlich. Die Meerjungfrau verschwindet im Wasser. Der Vater und der Sohn sind enttäuscht. Der Vater und der Sohn weinen vor Enttäuschung. Das ist ein trauriger Abschied. Der Abschied fällt dem Vater und dem Sohn schwer. Im Hintergrund geht über dem Meer die Sonne unter. An der Stelle, wo die Meerjungfrau gerade verschwunden ist, ist das Wasser noch etwas gekräuselt.